Ja, hallo, moin moin, ich sag mal wieder der Roller aus dem Norden, ja. Deutsche Schlager, machen wir doch weiter. Das ist der beste Anlass, irgendwie auf einem Fest, auf einem Grillfest, oder irgend so immer richtig schön Stimmung reinzukriegen. Glaubt mir das, ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Ihr könnt der englische Titel spielen, das kennt der eine nicht, das kennt der andere nicht, Country will sonst so nicht jeder singen und kann auch nicht jeder singen und will auch nicht jeder hören. Und darum habe ich mich jetzt so ein ganz kleines bisschen umgestellt und habe, wenn ich irgendwo mal spiele, mehr Deutsch gesungen und deutsche Lieder gespielt. Und ich habe festgestellt, die alten Schlager, die kommen wirklich ganz, 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 ganz gut an. Ihr könnt mir das glauben. So, das kennt, oder die kennen jeder von den 80-Jährigen bis runter zum 30-Jährigen und erst trauen sich nicht so richtig mitzusingen. Und wenn sie dann die ersten Dinge hören, die sie auch in ihrer Jugend gesungen haben, und auf einmal, ihr werdet sehen, die singen alle mit. Hundertprozentig. Könnt ihr euch drauf verlassen. So, und da ich ja schon von Ivo Robic das schöne Ding da eingespielt hat, mit 17 hat man, nee, mit 17 fängt das Leben erst an. 17 hat man noch Träume, gibt es ja auch. Ist auch ein schöner deutscher Schlager, aber hat Manuela, glaube ich, gesungen oder so. Ne? Ja. Machen wir jetzt aber nicht. So, ich habe mir gedacht, stellst du mal ein ganz kleines Medley zusammen. Das heißt Medley. Deutsche Schlager, die man so, wenn man einigermaßen den Höhepunkt erreicht hat, beim, dass fast alle mitsingen, sagen wir mal so, die man dann hintereinander wegspielen kann. Und ihr werdet sehen, ihr habt damit Erfolg. Hundertprozentig. So. Mit den einfachsten Akkorden. Also, wir fangen an mit, Entschuldigung, G. Dann brauchen wir ein D und ein C. Da habe ich mir jetzt drei Dinge hier raufgezogen auf dem Bildschirm. Mal gucken, ob wir die auch noch so alle hinkriegen. Ja, da müssten wir eigentlich so. Wir fangen einfach an mit Paul Kuhn. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Und dann werden wir weitersehen. So, also mit G fangen wir an. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier auf D rauf. Und immer drauf bleiben. Drum fahren wir nicht nach Hawaii. Drum bleiben wir hier oder hier. Wieder auf G. Und ihr seht, ihr könnt dazwischen quatschen. Wenn ihr immer im Rhythmus drinne bleibt, ja, da kann euch gar nichts passieren. Ihr könnt euch dann auch mit den anderen unterhalten oder wenn die einen dummen Einwurf oder etwas machen, könnt ihr euch kontern und dann. Naja, so, es ist so heiß, so frei, kein Kühlefleck C. Und nur vom Hula G. Hula, Hula geht. Bevor geht, kommt natürlich D, ne? Geht der Durst nicht weg. Meine Braut. Ist wir sind schon seit Jahren verlobt, wieder auf D. Und das bleibt dann immer so weiter. So, zum Schlag. Das ist ein ganz einfacher Walzerschlag. So, wir greifen einfach mal G. Hochzeitsreise nicht will, sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii und das wird so unsagbar schwer. Es gibt kein Bier, Hawaii, es gibt kein Bier. Ja, so. Und wenn ihr jetzt auf dem G seid, dann spielt ihr einfach weiter mit D. Also auch hier, das endet ja auf dem G, dann sind wir auf dem G drauf. Und da bleibt die einfach drauf und behaltet den Schlag bei. Und jetzt bloß D, Quatsch, G und D. G und D. Es lagen die alten Germanen und das Lied hinterher. Bei den Ufern des Rheins. Es lagen die alten Germanen
der gleiche Schlaf. Sie lagen auf Bären heute und soffen immer noch ein. Sie lagen auf Bären heute und soffen immer noch eins und zwei und drei und vier. Sie soffen und manche lagen Bier und fünf und sechs und sieben und acht. Grüß Gott, ihr alten Germanen, ich bin der Tacitus und so weiter und so weiter. So, jetzt sind wir immer noch auf dem Weg wieder. Wenn das Lied zu Ende ist, dann fangt ihr ganz langsam an, den Schlag zu wechseln. Einfach mit einem Doppelschlag, dass ihr da rauskommt und den nächsten wieder rein. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein, die Hände aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt den Schwung direkt nach dem Schwung, bleiben wir auf den natürlich, direkt bis vors Klosett. Wo wir schon mal da sind, bleiben wir auch hier. Wo ist das Papier? Guten Morgen, wir sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Dann ist ja alles klar. So, auch bloß mit D, also mit G, C und D gespielt und wieder rauf auf dem G. Die drei Akkorde, also mit drei, vier Akkorden kann man so richtig schön Dinger spielen, die man hintereinander wegspielen kann. Und das sind Schlager aus den alten Zeiten, angefangen vom 60er bis zum 70er hoch. Jürgen van der Lippe. Und ja, wie gesagt, dann noch das Ding von Ivo Rovic hinterher, was ich ja schon mal eingespielt hat. Und dann geht das. So, liebe Freunde. Ja, da ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr kommt mit diesen kleinen... Naja, ich habe es ja nicht ausgespielt eigentlich. Das ist ja kein Medley. Medley wäre es ja, wenn ich es ausgespielt hätte alles. So, wo ich hintereinander weggespielt hätte. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und habt dann auch so viel Freude wie ich, die Dinger hintereinander immer so wegzuspielen, wenn es dann mal soweit ist. Und wieder sehen, kleines Bierchen dazu, ein kleines Schnäpperchen dazu. Und die Omas, die kommen richtig in Tanz- und Singlaune. So, ich werde jetzt hier noch ein kleines bisschen weitermachen. Mal gucken, ob ich das Video heute noch einspiele. Aber mal sehen. So, wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin, sagt dann euer Wolle. Und ja, ich muss aufhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn einer noch Fragen hat zu diesem Metal oder zu diesen Liedern, einfach schreiben. Dann machen wir noch ein neues Video dazu. Also, tschüss.